Hallo zusammen und welcome back zu einem neuen Video. Ja, in den letzten Wochen war es hier am Kanal relativ ruhig. Liegt zum einen daran, dass einige geplante Projekte leider ausgefallen sind. Und ja, uns hat in der letzten Zeit öfters die Frage erreicht von Leuten, die einfach eine Woche hierher kommen wollen auf die Insel, die uns gefragt haben, was kann ich machen, damit ich in einer Woche so viel wie möglich von der Insel Zypern sehen kann. Und genau das gibt es jetzt in diesem Video für euch nach dem Intro. Let's go! Here we go. Was ich gleich noch dazu sagen möchte, das war, was wir jetzt in diesem Video zeigen, das war jetzt unsere Art und Weise, die Insel für uns zu erkunden. Und ja, man kann das natürlich auf alle verschiedenen Arten machen. Es gibt auch Menschen, die lieber Party machen oder lieber das Stadtleben haben. Das kann man natürlich auch alles machen. Kleiner Tipp noch zusätzlich dazu, die Nordseite der Insel haben wir zum Beispiel selbst jetzt noch nicht besucht. Wenn ihr diese besuchen wollt, informiert euch vorher bitte über die Einreisebestimmungen, denn da dieser Inselteil ja zur Türkei gehört, gelten da natürlich auch andere Einreisebestimmungen. Bestimmungen, aber am besten vorab kurz informieren und somit starten wir gleich los. Als ersten Tipp, wenn ihr gut in Larnaca gelandet seid, holt euch ein Mietauto direkt am Flughafen, so erspart ihr euch einiges an Stress und Taxikosten und auch das Suchen der Auto-Villages in der Umgebung ist nicht so einfach, wenn man noch nie vorher da war. Falls ihr euch doch dafür entscheidet, eine Autovermietung außerhalb vom Flughafen zu wählen, schreibt uns gerne in den Kommentaren bzw. eine DM auf Instagram. Wir geben euch dann gerne einen Kontakt durch, wo ihr ja eine sehr gute Autovermietung dann an die Hand bekommt. In diesem Video startet der Inselerkundungstrip von Larnaca in Richtung Osten, und zwar Richtung Ayia Napa. Das ist ungefähr mit dem Auto 45 Minuten Fahrzeit. Ayia Napa ist sicher eine der bekanntesten und beliebtesten Regionen hier auf Zypern, um den Urlaub dort zu verbringen. Auch die Partydigger unter euch werden dort eine Freude haben. Es gibt nämlich wahrscheinlich nirgends so viel Party wie in Ayia Napa. Man findet aber neben den ganzen Lokalen und Partystränden, sage ich mal, auch ruhige Strände. Man findet auch Wasserparks, man findet nette Flaniermeilen. Was kann man in Ayia Napa sonst noch machen? Also wir haben euch hier zum Beispiel einen Skulpturpark eingeblendet. Der ist direkt, wenn man vom Zentrum von Ayia Napa rausgeht. Hier kann man Skulpturen von Künstlern aus der ganzen Welt begutachten und sich anschauen. Ist sehr interessant. Das nächste Ziel ist ungefähr dann 5 Autominuten weiter östlich. Das sind die berühmten Ayia Napa Sea Caves. Es ist wirklich ein toller Platz, es ist auch hier so, die Regel, wer früher kommt, hat länger Ruhe, also in der Hauptsaison tummeln sich hier schon sehr, sehr viele Leute, ihr könnt das da auf den Aufnahmen, die wir euch einblenden, gut sehen, das war zum Beispiel heuer im August um 16 Uhr nachmittags. Als nächstes, da ungefähr 10-15 Minuten weiter, befindet sich das Natura 2000 Landschutzgebiet von Kap Greco. Es ist ein wunderschönes Fleckchen hier auf Zypern und es ist auch nicht so extrem überlaufen, es ist sehr weitläufig, somit verteilt sich das alles ziemlich gut. Dann kann man auch die Fernsehsendestation von der Ferne etwas begutachten. Direkt dazu kommt man leider nicht, das ist abgesperrt, aber man kann auch die Klippen, die Richtung Süden runterschauen, erkunden. Auch die Hauptstadt Nikosia ist ungefähr eine Autostunde von Ayia Napa entfernt, also das kann man sich in dieser Region dann auch noch ansehen. In diesem Sinne machen wir uns auf den Weg Richtung Westen der Insel. Und zwar geben wir euch hier auch noch den Tipp, wenn ihr es euch einplanen könnt, nehmt auf alle Fälle die Küstenstraße. Da ist man zwar ein bisschen langsamer, aber man hat so wunderschöne Ausblicke aufs Meer. Man fährt durch nette Dörfchen, wo man einfach das zypriotische Flair ein bisschen mitbekommt. Wenn ihr dann die ersten Hochhäuser von Limassol seht, dann dauert es nicht mehr lange bis zu der ersten Abfahrt, wo dann das erste Mal die Drodos Mountains angeschrieben sind. Hier hat man dann zwei Möglichkeiten, entweder links abbiegen und sich die City anschauen oder eben, so wie wir es gemacht haben, rechts abbiegen und ab in die Berge. Durch unzählige Kurven führt dann diese wunderschöne Straße durch die Berge hinauf auf fast 1900 Meter Seehöhe. Ziel ist dann ein Parkplatz, von dem einige Trails weggehen. Den blenden wir euch hier natürlich gleich mal ein. Angekommen hier in den Bergen ticken die Uhren ein bisschen anders. Die Luft ist spürbar kühler, das Grün ist satter, die Farben generell einfach viel frischer, weil es hier auch ab und an ein paar Tage regnet. Wenn man
man sich dann wieder auf den Weg macht, hat man die Möglichkeit, einige nette kleine Dörfchen zu sehen, die so richtig den zypriotischen Flair verbreiten, wo man einfach das Gefühl hat, die Zeit ist ein bisschen stehen geblieben, wie in unserem Fall hier in dem wunderschönen kleinen Dörfchen Omodos. Wenn ihr in dieser Region 1 bis 2 Tage verbringen wollt, dann gibt es sehr viele nette, kleine, ab und an etwas versteckte Unterkünfte. Da zum Beispiel seht ihr unsere, die blende ich euch kurz ein. Der Weg führt uns nun weiter Richtung Nordwesten der Insel, und zwar in die Region rund um Bolis, vorbei an Weinbergen, kleinen Bauernhöfen, die zahlreichen Kurven wieder hinunter zum Meer mit einer traumhaften Aussicht. Auch in dieser Region hat man sehr viele Möglichkeiten als Urlauber, von Action bis Ruhe ist hier auch wieder alles möglich. Hier gibt es zum Beispiel den Strand bei Aphrodite Bad, den wir hier besucht haben. In der Nähe findet man auch einen tollen Hundestrand. Wenn man der Küste entlang fährt, findet man den Ausblick, den man sonst eigentlich von der Karibik gewohnt ist. Man hat türkisblaues Wasser, man hat Palmen, man hat Sandstrand, man hat einige kleine Bars, und es ist einfach nicht so überlaufen wie hier an der Südküste von Zypern. Angekommen etwas nordöstlich von Bolis, ca. 15 Autominuten entfernt, liegt dann der wunderschöne Paradise Beach. Auch wie ihr hier sehen könnt, er war menschenleer, wir waren dort in der Hauptsaison. Eine knappe Autostunde von Paradise Beach braucht man dann, um nach Bafos zu kommen. Hier in Bafos solltet ihr euch dann auch unbedingt 2 Tage Zeit nehmen, wenn nicht sogar 3 Tage. Das ist eine Region, die so extrem vielfältig ist. Seien es einsame Strände, Buggy-Touren auf die Akamas-Halbinsel raus, Schluchtenwandern in der Akamas-Schlucht. Das Schiffswrack der alten Edro 3 zu besichtigen. Die Kultur des alten Zypern zu sehen. Obstplantagen zu besichtigen. Ja, was Bafos nicht alles zu bieten hat, also da ist definitiv für jeden etwas dabei. Bei der Edro 3 hat man übrigens einen der schönsten Sonnenuntergangsspots auf ganz Zypern. Auf dem Weg zurück in Richtung Larnaca solltet ihr euch unbedingt noch den Aphrodite Rock anschauen. Das ist von Bafos ungefähr so 15 bis 20 Autominuten entfernt. Von dem Aphrodite Rock dann eine Viertelstunde entfernt liegt die wunderschöne Bisuri Bay, was wir euch sehr ans Herz legen. Missouri gibt es viele Hiking Trails oben auf den Klippen, wo man eben am Rand der Klippen wandern kann und eine traumhafte Aussicht hat. Man hat auch hier einen einsamen Strand, wo kaum Menschen sind. Auch in der Hauptsaison waren wir hier und wir waren quasi alleine dort. Am letzten Tag machen wir uns dann auf den Rückweg in Richtung Larnaca Airport. Nach dieser Reise habt ihr so ziemlich alle Regionen von Zypern einmal gesehen und so gut wie überall einen kleinen Einblick bekommen, was die Insel alles zu bieten hat. Natürlich kann man das noch viel, viel detaillierter ausweiten, aber dafür ist in einer Woche halt viel zu wenig Zeit. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, was wir sehr hoffen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen und ein Abo dalasst. Aktiviert auch die Glocke, wenn ihr auch in Zukunft von anderen Orten der Welt solche Videos sehen wollt. Ja, somit sagen wir danke, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.